Die Welt hat sich verändert. Hanmathon Nennen. Ich spüre es im Wasser. Hanmathon Nechai. Ich spüre es in der Erde. Hanoston Nen Huili. Ich rieche es in der Luft. Vieles, was einst war, ist verloren. Da niemand mehr lebt, der sich erinnert. Und damit ein herzliches Hallo zu Lego, der Herr der Ringe. Ich freue mich schon richtig drauf, das Spiel zu spielen. Ja, und wir wollen auch gleich anfangen, neue Spiele und so. Oh, Spielstand 1, ja, speichern, ja. Speichern erfolgreich, ja, bitte, komm, spiele mit mir, ja. Alles begann mit dem Schmieden der großen Ringe. Drei wurden den Elben gegeben, unsterblich und die weisesten und reinsten aller Lebewesen. Sieben den Zwergenherrschern, großen Bergleuten und geschickten Handwerkern in ihren Hallen aus Stein. Und neun Ringe wurden den Menschen geschenkt, die vor allem anderen nach Macht streben. Denn diese Ringe bargen die Stärke und den Willen, jedes Volk zu leiten. Doch sie wurden alle betrogen, denn es wurde noch ein Ring gefertigt. Im Lande Mordor, im Feuer des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. Ein Ring, sie zu knechten. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis von Elben und Menschen zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelerdes. Okay, ja, damit springen wir und damit greifen wir an. Ja, guck mal, das ist doch schon mal gar nicht mal so ein Städtchen. Jetzt können wir hier nochmal ein, zwei Städtchen sammeln, weil wir spielen ja die Lego-Variante und da können wir nämlich ganz schön Dinge drauf machen, den Steinchen. Sofern ich jetzt hier mal zum Erzählen komme, würde ich gerade sagen, ich hab ja schon erzählt, da. Geht bloß weg, ich will doch einfach nur meine Steinchen einsammeln. Nein, genau, okay, kümmert euch mal drum. Doch nicht zu viel auf mich, Mann. Was soll denn der Mist? Okay, gut. Kümmern wir uns erstmal um euch. Kommt auch Ende nicht einfach wegen, das ist getötet. Der ist voll böse. So. Erstmal alles kaputt machen. Aua, das hat wehgetan, du Blödmann, ey. Jetzt kommen wir schon jetzt. Kommen da noch viele? Nee, hoffentlich nicht. So. Kann ich mich jetzt hier um meine schönen Steinchen kümmern? Ja, sieht wohl so aus. Moin Jungs, immer schön die Stellung halten, immer schön weiterfeuern. Oh ja, da sind ja schon wieder welche. Komm alle her, Mann. Oh, Batzwischen. Und los, komm, gib sie. Ja, und ja, tot, ja. Boah, Mensch, sind wir gut. Oh, komm, hier, ich meine, geht doch. Oh, ich will doch gar nichts von. Ich will doch einfach nur meine Steinchen einsammeln, Mann. Steinchen. Ihr Schweinchen. Das hat sich. Oh Gott, das ist schlecht. Mann, geht mal weg. Oh, ein Steinchen. Noch mehr Steinchen. Yay. Oh Gott. Oh nö. Noch mehr von den Idioten. Okay, halte Y gedrückt und mit Lenny auf den Charakter ran. Okay, cool. Yay! Coole Sache. So, jetzt müssen wir jetzt erstmal die Türme zerstören, um an die Macke hier ranzukommen. Okay, gut. Kann ich mitnehmen? Hab ich auch mitgegeben. Steinchen! So, Mandy, Steinchen. Kannst du mich mal hier bitte deine Kollegen abmurksen? Das ist so. Hallo? Kein Respekt mehr vor den Gegnern. Ich meine, okay, war Massenproduktion damals, na? Aber hey, man hätte doch mal ein bisschen Gehirn verteilen können, oder nicht?
Und nicht einfach nur sagen, ja, okay, diese 10 Zellen, die reichen für die nächsten 1000 Mann. Das ist doch... Hallo? Doch die Macht des Ringes konnte nicht gebrochen werden. Oh Gott, what the fuck? Das kann ich. Check. Okay. Also, du bleibst da links stehen und du bleibst da rechts stehen und, ich stehe hier in der Mitte. Und ihr bleibt da vor... Ah, jetzt hätten wir Fleischhelden, ey. Okay, Direktangriff? Nee, das lassen wir lieber. Das ist... Oh mein Gott, oh mein Gott. Er schwingt sein Ding. Oh Gott, aua, das macht ja... Macht das. Guck's, geh mal weg. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich sammle mir ja erstmal schön die Steinchen ein. Nein, 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 halt ignorieren ihn einfach erstmal schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zu wem soll ich wechseln? Zu wem soll ich wechseln? Isildur? Nee, doch, nee. Ah, hier zu Elrond McBong hier. So, komm, Attacke. Nee, der auch nicht. Der vielleicht. Bist du Elrond McBong hier? Ja, guck mal, kannst du das kaputt machen? Ja. Ha, ein Herz weniger. Loser. Derp, 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 derp. Ja, lach du dir mal ein. Wenn ich mit dir fertig bin, ne? Dann hast du garantiert einen Finger weniger. Okay. Vielleicht nicht von mir, weil ich schaff das sowieso nicht, aber... Aua! Das ist ja Holz hier. In dieser Lava, 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 Lava. In diesem Lava. Ja, komm, hau nochmal schön deine Keule in den Boden oder mach deine eigenen Männer fertig. Oder auch kein Problem mit. Aber mach irgendwas, dass du... Ah, nee, doch nicht. Los, komm! Mach mal was Produktives hier. Was Produktives für deinen Tod. Komm! Obwohl, du könntest mal da hinten das Ding kaputt machen, weil das sieht nämlich so aus, als könnte ich das nicht kaputt machen. Oder kann ich das doch kaputt machen? Nee, kann ich leider nicht. So, komm, hau mal drauf da! Du kannst das auch nicht kaputt machen, das ist ja super. Kamera? Okay, gut, dann eben nicht Kamera, dann lassen wir das eben für heute. No, I feel the power. The power of the ring. Another one bites the dust. Ach, warte mal, Feuergeist auch an. Nee, 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 nee. Oh Gott. So viele. Hey, warum gucken die alle zu? Könnt ihr nicht auch mal irgendwie was machen? So irgendwie beschießt ihn mit Pfeilen, bewerft ihn mit. Bewerft ihn mit Speeren oder. Guck ihn böse an. Genau, guck ihn böse an. Das wird ihn bestimmt fertig machen. Das wird ihn so demotivieren, dass er gleich heulend in seinen Berg läuft. Na, lass ihn weg da. Hallo? Komm, schlag richtig doll zu. Danke. Bist du doof. Gott, bist du dämlich. Ha! Isildur, des Königs Sohn, seines Vaters Schwert ergriff. Sauron, der Feind der freien Völker Mittelerdes, war besiegt. Der Ring ging an Isildur, der nun die Gelegenheit hatte, das Böse für immer zu vernichten. Ein Ring. Isildur, schnell! Folge mir! So, erstmal Steinchen, 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 Steinchen. So many Steinchen. So, du gehst kaputt und du auch und alles kaputt machen. Speicherstatue. B, B, das ist B. Ah, okay. Ich hab B gefunden. Dann gibt's hier Speicherstatuen. Das ist ein Demo-Spiel, da gibt's keine Speicher. Oh, ein Blümchen. Ach, guck mal, kann man sogar gucken. Oh, was ist das hier? Okay, das ist wahrscheinlich für irgendeinen anderen Charakter so noch ein Spiel. Schätze ich jetzt einfach mal so aus meiner Erfahrung heraus. Ha. So. Ja, genau, die blauen Steinchen, die gaben ja 1000 Steinchen. Heiße Kletter-Action hier auf dem Vulkan. Und noch mehr Steinchen. Yay!
Ja, Mann, du bist voll Steinchen geil. Ja, stimmt. So. Solange er mir jetzt hier auch gleich noch in die Lava reinfällt, ist ja alles super. Aber ich kenne mein Glück. Er macht bestimmt gleich wieder irgendwas total Dusseliges. So von wegen. Derp. Derp, cool. Jungs, pass auf, das könnte heiß werden. Oh mein Gott, nein! Mein elbischer Freund war gestorben. Nein. Und da oben, da ist auch sowas. Au, au. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Shit. Na komm. Geh mal weg, da wollte ich sagen. Oh, guck mal, ein Start. Ich hab doch gesagt, der macht gleich irgendwas total Dämliches. Ha! Ich hab so eine komische Statue kaputt gemacht. Irgendwie soll es davon 5 Stück geben. Seriously? Wie soll ich denn die alle hernehmen? Ich bin ja schon froh, wenn ich hier überhaupt eine gefunden habe, so ungefähr. Was machen die hier am Berg? Wer soll denn hier die Statuen sehen? Na, ich frag gar nicht erstmal. Alles Lego-Spiel ist schon für meine Wichtigkeit. Kann ich eigentlich auch mal? Ja, ich kann sogar mit dem anderen hier auch wechseln. Wie heißt denn der Magger? Elrond McBong. Wusste ich doch. Der Magger ist das. Der Magger ist unser Held. Er ist unser Drogenverkäufer. Ah, hier ist ja noch so eine Statue. Yeah, mach kaputt. Ich weiß, dass ich Y drücken kann. Um den Charakter zu wechseln. Aha. Gegenstände auf Schachbrettbahnen können durch Schieben bewegt werden. Aha. Oh Mensch, CBC. Oh, guck dir das an. Ist das echt cool. Oh. Los, komm. Ich will wieder zurück zu meinem anderen hier, zu Isildur. Oh yeah. Und wo bleibt da unten die Lava? Wo bleibt da unten die Lava, wenn das da verstopft ist? Ha? Ha? Richtig, ich weiß es auch nicht. Ob wir noch unsere Steinchen vollkriegen, bevor das Gelände hier vorbei ist? Ha! Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Also, wir sind einmal gestorben, ne? So cool. Obwohl, wir haben auch eigentlich fast alles mitgenommen. Sag mal, Jungs, könnt ihr uns hier nicht einfach mal unsere Arbeit machen lassen? Wir wollen einfach nur so einen komischen Stein, Ring da oben reinwerfen. Also, da, wo das ewige Feuer brodelt. So. Ich bin nur wieder nehmen. So. Isildur, du kannst ja mal eben ein paar Statuen kaputt machen. Um genau zu sein. 2. Elrond, du könntest dich ruhig mal ein bisschen nützlich machen. Weißt du, dein Kompagnon wird hier angegriffen und ich interessiert erstmal nicht. Also überhaupt nicht interessiert dich das. So, 4 von 5. Okay, und wo ist die 5? Habe ich jetzt eine übersehen oder so? Ah, das ist doch doof. Da doof ist das. Aber ich finde, das sieht, glaube ich, gar nicht mal so schlecht mit meinen Steinchen aus. Oder? Oder doch nicht? Oder ich habe keine Ahnung. Ich habe doch eh keine Ahnung von dem Ganzen hier. So. Noch ein Steinchen. Steinchen. Oh, ich habe alle Steinchen. Ich bin ein wahrer Abenteurer. Wirf ihn ins Feuer! Los, schmeiß ihn rein! Los, vernichte ihn! Nö, nee, keine Lust. Isildur! Doch die Herzen der Menschen sind leicht zu verführen. Und der Ring der Macht besitzt einen eigenen Willen. Er verriet Isildur und brachte ihm den Tod. Und was nicht in Vergessenheit hätte geraten dürfen, ging verloren. Und 2500 Jahre lang wusste niemand mehr um den Ring. Bis... Der Ring geriet dem Geschöpf Gollum in die Hände, der ihn tief hinein in das Nebelgebirge trug. 500 Jahre lang vergiftete er dessen Verstand. Doch dann geschah etwas, was der Ring nicht beabsichtigt hatte.
Er wurde von dem unwahrscheinlichsten Geschöpf gefunden, das man sich vorstellen kann. Was ist das? Von einem Hobbit. Bilbo Beutlin aus dem Auenland. Ein Ring. Juhu! Yay! Prolog! Level abgeschlossen! Wir sind einmal gestorben! Ach nee, shit, wir sind zweimal gestorben. Prolog sterben, ey, das kann auch nur ich. Juhu! Aber wir haben neue Charaktere freigeschaltet für das freie Spiel. Und wir haben neue Charaktere zum Kauf verfügbar freigeschaltet. Tun. Na, wie viele Steinchen haben wir davon gesammelt? Ein wahrer Abenteurer. Juhu! Und? Wie viele Steinchen bekommen wir auf der Bank? Ganze 34.380. Boom. Und boom. So. Und ein schwebendes Steinchen haben wir. Ring meine ich. Ja, Mensch, haben wir ja schon fast alles gefunden. Außer drei Werkzeugkisten oder drei Dingskisten da und 10 davon. Und da unten ein. Und einfach mal Geschichte fortsetzen, please. Danke.